Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Lange Zeit war ich sehr stark engagiert im Verein. Es war uns sehr wichtig, diesen Verein nach vorne zu bringen, unter die Gewerbetreibenden für Norderstedt was zu erreichen. Da war ich tätig im Arbeitskreis Wirtschaft und Verkehr, so hieß er damals. Und heute ist es ein bisschen weniger, da ist es mehr projektbezogen oder mit Rat zur Seite zu stehen. Norderstedt Marketing ist für mich ein Instrument, eine Bindung zu schaffen zwischen der örtlichen Wirtschaft und der Verwaltung. Wir sollten immer darauf achten, dass es sehr wichtig ist, dass die Wirtschaft auch genügend Gewicht dabei hat und der Verwaltung wichtige Impulse geben kann, um ein Stadtmarketing für Norderstedt erfolgreich zu gestalten. Der Verein und Norderstedt Marketing hat doch die primäre Aufgabe, die Ideen, die die Gewerbetreibende, die die Wirtschaft hat, weiter nach vorne zu tragen. In einer engen Zusammenarbeit mit der Verwaltung, um dort den Dialog zu suchen. Für die Region ist es wichtig zu sehen, was und welche Gedanken, welche Pläne hat Norderstedt, um dann sich möglicherweise zu adaptieren, anzuschließen, vielleicht eine größere Aktion zu machen. Denn wir können den Raum Norderstedt nicht als Keimzelle für sich sehen, sondern wir müssen ihn sehen, dass er eingebunden ist in die Umgebung, in die Wirtschaft. Wirtschaft macht vor einer Stadtgrenze nicht Halt, sondern Wirtschaft geht eben auch in die Nachbargemeinden über und natürlich auch im Süden zu unserem großen Partner, den wir dort haben. Aktuell, glaube ich, gibt es eine ganz große Aufgabe, wohin entwickelt sich der Handel, wie können wir Norderstedt in den verschiedenen Stadtzentren attraktiv machen, wie müssen die sich verwandeln. Dazu gehört natürlich die Aufgabe der Digitalisierung dazu. Wir müssen sehen, wo macht Digitalisierung Sinn, wo ist es ein fester Bestandteil. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. Norderstedt Marketing hatte mal die Idee, eine Idee voraus. Ich würde mir wünschen, dass wir auch in der Zukunft in Sachen digitaler Herausforderungen dieses umsetzen mit Norderstedt ist digital eine Idee voraus. Das Herzblut ist die Norderstedter Wirtschaft für sich, die Stärke. Denn wenn die Norderstedter Wirtschaft stark ist, können wir gute Arbeitsplätze schaffen, die gutes Geld zahlen und damit bleibt natürlich Kaufkraft in Norderstedt. Ansonsten ist, glaube ich, auch Norderstedt Marketing an einer Schwelle, sich zu überlegen, wo will dieser Verein stehen, was sind die zukünftigen Aufgaben und wenn ich da gebraucht werde, bin ich gerne dabei. Ansonsten ist es auch die Zeit, denjenigen, die heute voll in der Wirtschaft sind und dort tätig sind, diese Ideen der Wirtschaft vorzustellen und mit der Wirtschaft zu diskutieren. Ich habe ja mehrfach die Digitalisierung angesprochen. Ich denke, gerade die Immobilienwirtschaft steht vor einem ganz großen Wandel, egal ob Hausverwaltung, egal ob Immobilienvertrieb. Die Gesetze werden sich ändern. Wenn wir Digitalisierung meinen und umsetzen wollen, heißt das nicht, dass wir vorhandene Prozesse 1:1 umsetzen in eine digitale Welt. Für mich ist digitale Welt Disruption, Zerstörung, Neuaufbau. Und in diesem Prozess sind wir voll dabei. Und es wird viel Kraft kosten, aber es macht Spaß und es ist ein spannender Prozess. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.